Hallo Mädels, du wirst es nicht glauben, aber vor 26 Jahren erblickte dieses amerikanische Model namens Sarah Gertz in dem Städtchen Golden Valley das Licht der Welt. Die ersten 10 Jahre konnte sie eine ganz normale Kindheit genießen, doch als bei ihr das Ehlers-Danlos-Syndrom festgestellt wurde, änderte sich plötzlich alles. Es handelt sich dabei um eine Störung im Bindegewebe, die hauptsächlich durch eine Überdehnbarkeit der Haut gekennzeichnet ist. Darüber hinaus sind aber auch Gefäße, Muskeln und innere Organe beeinflusst. Bei Sarah kam es vor allem zu äußerlichen Symptomen. Schon während der Pubertät wurde ihre Haut immer faltiger. Sie sah dadurch deutlich älter aus und schämte sich für ihr Aussehen. In der Highschool traute sie sich nicht einmal mehr, ihren Körper zu zeigen. Sie versuchte, die Falten zu verstecken, denn sie wollte nicht, dass ihr irgendjemand irgendwelche Fragen dazu stellt. Sie wollte auch niemals über ihre Krankheit reden und trug so nur lange Kleidung und verdeckte ihre Haut. Erst mit 22 Jahren änderte sich aber ihre Sichtweise. Sie wollte sich nicht länger verstecken und sich für ihr Aussehen schämen. Die junge Frau begann, die Einzigartigkeit ihres Körpers zu akzeptieren, wie die Falten wunderschöne Muster formten. Es machte sie sehr traurig, dass sie es früher einmal hässlich gefunden hat. Aber mittlerweile findet sie es toll. Und im Rahmen der Instagram-Kampagne Love Your Lines, also zu Deutsch, Liebe deine Marke, traute sie sich sogar, erste Bilder von ihren Falten ins Internet zu stellen. Ihre Falten sind ein Teil von ihr, sagt sie. Keiner hat dieselben Fehler wie sie. Deswegen ist sie einzigartig, denn jede Falte erzählt eine Geschichte und macht sie zu der Person, die sie heute ist. Sie zeugen von den schweren Zeiten, die sie durchleben musste, aber sie wird sie mit Stolz tragen und zeigen, schreibt Sarah in ihrem Facebook-Profil. Von den positiven Kommentaren und Reaktionen war die tapfere Frau derart überrascht, dass sie sich stark genug fühlte, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Für Sarah wurde das Modeln zu einer Möglichkeit, sich selbst noch mehr lieben zu lernen und gleichzeitig ein Signal auszusenden. Sie möchte anderen Betroffenen Mut machen und allen Menschen beweisen, was wahre Schönheit ausmacht. Sie möchte mit dem Modeln die Menschen zum Nachdenken anregen und der Gesellschaft zeigen, dass es mehr als nur ein Schönheitsideal gibt. Sie möchte auch den Menschen vermitteln, dass die Makel der Menschen ein Teil von uns sind, die uns ausmachen. Sarah ist es alles andere als leicht gefallen, über ihren Schatten zu springen, aber sie hat ihr Selbstwertgefühl zurückerlangt, akzeptiert sich so, wie sie ist und kann jetzt ein erfülltes, glückliches Leben führen. Niemand sollte sich für seinen Körper schämen müssen. Wir sind nämlich alle einzigartig und genau das formt auch unsere Persönlichkeit.